Eltern, die sollen sich jetzt schon nach dem Friseur von Olaf Marschall erkundigen, weil jede Locke ist derzeit ein Edelsouvenir. Ne? Mit dem Kopf hat er ja den Siegtreffer erzielt gegen Mönchengladbach. Und das bedeutet, dass nach dem kurzzeitigen Ausflug in die Zweitligaprovinz wieder die große, weite Fußballwelt lockt. Und die FCK-Verantwortlichen, die stellen auch schon die Weichen in Richtung Zukunft. Zum Beispiel wurde jetzt verpflichtet Uwe Rösler von Manchester City. Der Stürmer erhält einen 3-Jahres-Vertrag bei den Pfälzern und ist ablösefrei. Ausrufezeichen. So, neue Leute kommen, alte Bekannte gehen. Bernd Schmidt über den Stillen unter den Lauterern. Zum vorletzten Mal läuft Miroslav Katletz ins Fritz-Walter-Stadion ein. Der FCK in der Champions League ohne Miro, kaum vorstellbar, aber bald bittere Realität. Das ist ganz klar. Im Moment aber konzentriere ich mich auf die Meisterschaft. Und dann, wenn ich in 2 oder 3 Monaten zu Hause sitze und gucke Fernsehen, dann glaube ich, kommen schon komische Gedanken. Miroslav Katletz war für Kaiserslautern ein Glücksfall, 8 Jahre lang. Einer, der nie viele Worte machte und Leistung sprechen ließ. Einer, der zurückgezogen mit seiner Familie lebte und überall geschätzt war. 8 Jahre Kaiserslautern, wuchs da nicht der Gedanke, für immer hier zu bleiben? Bei mir gab es die Gedanken nicht. Von Anfang an wusste ich, dass ich hier nur spiele und dann irgendwann mal nach Hause wieder zurückgehe. Kaiserslautern und Miroslav Katletz. Lange Zeit war das eine Erfolgsstory. Miroslav Katletz galt lange Zeit als bester Libero der Bundesliga. In der Saison 94-95 zeigte er Weltklasseleistung. Damals hätte der Libero Katletz in fast jede europäische Mannschaft gepasst. Aber er blieb im 1. FC Kaiserslautern immer treu. Ja, hin und her gab es Anruf, aber bei mir war an erster Stelle Familie, weil die Kinder schon in die Schule waren und da mit Wechsel ist immer problematisch. Theater machte Miro nie, auch nicht in der Abstiegssaison. Damals demontierte Friedel Rausch den Ausnahmelibero und steckte ihn ins Mittelfeld. Ein Grund für den Abstieg. Als Rausch jetzt auf den Betzenberg zurückkam, war Katletz das eher gleichgültig. Ja, das war's schon mal vor 2 Jahren. Das ist Sache von gestern und deshalb ist das für mich vergessen. Aber der 33-Jährige erwischte ausgerechnet gegen Rauschs neuen Club nicht seinen allerbesten Tag. In den vergangenen Monaten überragend sah Katletz bei den Gladbacher Treffern unglücklich aus. Früher der schnellste Spieler im FCK-Kader, heute etwas weniger spritzig. Vor 1-2 Jahren wäre ihm Pettersson so nicht davongelaufen. Das ist auch möglich, ja, ist klar. Aber der ist auch extrem schnell und da ist das für mich kein Problem. Katletz Erfahrung aus 64 Länderspielen wird schwer zu ersetzen sein. Alle Versuche, ihn doch noch zum Bleiben zu bewegen, waren trotz der sensationellen Saison umsonst. Nee. Ich war fest darüber überzeugt, dass ich hier dieses Jahr noch mitmache und dann nach Hause gehe, weil ein Jahr ohne Familie ist schon nicht einfach. Der FCK ist dank Olaf Marschalls Treffsicherheit weiter auf Meisterkurs. Beim zweiten Tor war Katletz der Ausgangspunkt. Er war der Einzige aus der 91er Meistermannschaft, der in diesem Moment noch auf dem Rasen stand. Seine Freude eher innerlich, so kennen die FCK-Fans ihren Libero schon lange. Siegtreffer in der Nachspielzeit. Eine Parallele zum Meisterjahr 91. Miroslav Katletz, damals wie heute Libero, kann ansonsten keine Parallelen feststellen. Das war ganz andere Leute. Das ist auch schwer irgendwo das zu vergleichen. Deshalb, das war auch super Zeit und jetzt genauso. Miroslav Katletz Traum zum Abschied ist der Titel. Er wird dem FCK fehlen. Die Nummer 5, ein Qualitätsmerkmal. In seiner Spielauffassung kam Katletz in seinen Glanzzeiten Kaiser Franz vielleicht am nächsten. Und das in der vermeintlichen Fußballprovinz Kaiserslautern. Aber natürlich war das wie zweite Heimat hier für mich, die 8 Jahre. Und deshalb werde ich immer wieder zurückkommen.